Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen YouTuber beim Packs Trader. Heute habe ich 5 Stickertüten für euch am Start von der Panini 2014 WM in Brasilien Serie. 5 Sticker sind immer drin pro Packung. Und ja, die WM 2014 startet ja bald und ich freue mich schon wie ein kleines Kind darauf. Ich bin richtig gespannt, wer Weltmeister wird, welches Land wie weit kommt. Mein kleiner Favorit ist eigentlich, also Deutschland ist klar, aber ich denke mal, Brasilien wird die Weltmeisterschaft gewinnen. Mit Neymar und allen drum und dran. Alle Spieler sind da geil bei Brasilien. Aber natürlich bin ich für Deutschland. Und als kleiner Geheimfavorit würde ich Belgien einschätzen, weil Belgien ist einfach auch richtig genial. Richtig geile Spieler. Und ja, fangen wir erstmal an hier mit dem ersten Tütchen. Da war gleich ein Stadion, die rechte Seite, ist die Sticker Nummer 17 und Fortaleza, würde ich es jetzt mal so aussprechen. Dann haben wir Hector Herrera von Mexiko, spielt bei Porto. Dann haben wir Abate, der Rechtsverteidiger von AC Mailand und auch gleichzeitig Italiener. Dann haben wir Glenn Johnson von Liverpool, Engländer und John Bow von State Rene, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so gut in Französisch hier. Hier ist der Vereinsname. Wenn jetzt mal der Autofokus. Da haben wir den Vereinsnamen. Ja, auf jeden Fall Nationalität Ghana. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Tütchen. Wieder mal ein Stadion drin. So, nämlich auch die rechte Seite von Belo Horizonte. Dann haben wir Laurent Koscielny von Arsenal, Franzose. Dann wieder ein Italiener. Es ist Giuseppe Rossi, spielt bei Florenz und ist Italiener. Dann haben wir das deutsche Emblem oder Logo. Sehr nice. Und Eva Banega von Argentinien. Das dritte Tütchen. Wieder mein Stadion drin ist. Ich glaube, das ist die andere Seite von den Stadien, das wir drin hatten. Sage ich ja. Estadio Castelao. 63.000 Mann passen da rein. Dann Fabian Scher von Basel, Schweizer. Dann ein Südkoreaner, Park Chu-Jung. Okay, der ist schon wieder sehr komisch auszusprechen, spielt auf jeden Fall bei Monaco. Und ist von Nationalität Nigeria und er heißt Elderson Echi-Chile. Und dann haben wir noch einen deutschen Spieler, Sammy Khedira. Kennt sicherlich jeder, spielt bei Real Madrid. Nächstes Tütchen, da haben wir wieder ein Stadion drin, die rechte Seite, Cuiaba. Sticker Nummer 13. Dann Francisco Rodriguez von Mexiko. Domagoj wieder von Kroatien. Joe Campbell von Costa Rica. Sergio Aguero von Man City, Argentinien. Das letzte Tütchen. Und kann man da vorne durchschauen, da auf jeden Fall. Kein Stadion drin, da sieht man nämlich die Augen durch. Da haben wir Aldo de Nigris von Mexiko. Und da haben wir das FIFA-Zeichen. My Game is Fairplay. Das ist die Sticker Nummer 1. Sehr schön. 3 Sticker bleiben noch übrig. Andrea Bazzagli von Juventus, Italiener. Romaric spielt in Frankreich, Nationalität Elfenbeinküste und Toni Zanjic von Bosnien-Herzegowina. Und ja, Leute, das waren die 5 Tütchen, 25 Sticker insgesamt. Und ja, wenn euch das Opening, das Unboxing mal wieder gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns bei der nächsten Folge, beim nächsten Opening, beim nächsten Gameplay. Morgen ist ja wieder ein Gameplay dran, beziehungsweise Let's Play. Und dann würde ich sagen,
Bis zum nächsten Video, Leute. Haut da rein, euer Packstrader. Ciao.